Welcome back zur neuen Folge Tresentalk. Dieses Mal mit einem bunten Potpourri an guten und schlechten Nachrichten. Jesse, was bist du für ein Typ? Eher der gute Nachrichten zuerst oder der schlechte Nachrichten zuerst? Das ist ja immer so ein bisschen Tagesform abhängig, aber ich würde jetzt sagen, aktuell ist mir nach gute Nachrichten, unbedingt gute Nachrichten. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ich bin hier diejenige, die die frohe Botschaft verbreiten darf. So als hätte ich sie selbst entschieden. Nee, aber der Berliner Senat hat es in dem Fall entschieden. Der stellt ja die Öffnung ab dem 19. Mai in Aussicht. Uhu. Ja, mega gut. Und ich denke, dass es auch total gut ist. Ich war ja heute schon, das Wetter war ja, wir haben heute Samstag. Es ist halbwegs sonnig. Es ist halbwegs sonnig, warm. Genau, obwohl ja Regen vorhergesagt wurde für den ganzen Tag. Deshalb habe ich mir heute mal das Revier Südost angeguckt. Das ist ja die alte Griesmühle, beziehungsweise das die alte Griesmühle im neuen Gewand, im neuen Ort. Ganz genau. Da war heute schon mal so ein kleiner Testlauf mit einem Essensmarkt und ich sag euch, ey, die Leute, die sind ausgerastet. Wegen dem Essen. Ja, genau, wegen dem Essen. Man hätte auch gar nicht so viel, es gab auch tatsächlich eigentlich gar nicht so viel offene Getränke. Es gab gar nicht so offene, viel Essen. Ja. Nee, ja, tatsächlich auch nicht. Ja, ich hatte zwischendrin, ne, nach drei Drinks hatte ich schon so ein bisschen einen im Kasten und hätte gerne mal was gegessen. Sie haben ihr Angebot bewusst gering gehalten, weil sie schon gedacht haben, Alter, die Leute flippen aus. Und ich habe auch mit dem Team gesprochen und die waren auch ein bisschen hilflos, weil die schon gesagt haben, boah, die Leute klettern uns auch über die Mauer. Glaubst du, dass bei den ersten Partys, die dann so mehr oder weniger legal stattfinden dürfen, das so genauso eskaliert, dass halt die ganzen Seku-Leute nicht mehr die Meute unter Kontrolle halten können? Einfach wie bei so einem Riesenkonzert, alle plötzlich komplett ausrasten und Leute da die Bar schwingen. Ich stelle mir das vor, dass dann alle so komplett kopflos denken, ja, eine Party und komplett so kopflos durch die Gegend rennen und keiner mehr die Kontrolle über irgendwas behalten kann. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Ich nämlich auch. Ich weiß, dass die Sekus heute auf jeden Fall einen harten Job hatten. Die sind da ständig durchgelaufen, weil auch die Cops, also ich alleine habe sie zweimal gesehen und dann ist es natürlich schwierig, weil du freust dich ja darauf, dass du vielleicht bald wieder öffnen darfst und willst es dir ja dann auch nicht verspielen. Das bedeutet, du bist auch ein bisschen darauf angewiesen, dass deine BesucherInnen sich einfach gut benehmen. Jetzt ist es ja eben so, wie gesagt, der Berliner Senat stellt in Aussicht, ab dem 19. Mai vielleicht darf dann das völlig unterfeierte Volk zumindest im geregelten Rahmen wieder Außenbereiche. Ja, wir reden hier von den Außenbereichen. Bevor es dazu kommt, ich glaube, heute hatten wir so eine Inzidenz, die um die 60 lag. Aber wir brauchen natürlich diese 7-Tage-Inzidenz, die unter 100 bleiben muss. Und dann wird man diese Notbremse eben lockern. Und dann kann man darüber sprechen, dass Veranstaltungen im Freien wieder möglich sind. Ganz sittliche, gehorsame Veranstaltungen im Außenbereich. Genau. Ja, genau. Dieses Gemunkel, das habe ich schon in den letzten Wochen gehört. Ich habe ja ein paar Freundinnen in der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche und die haben schon vor ein paar Wochen angefangen, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, wieder mal zu gucken, ob die Location noch steht. Man war ja vielleicht länger nicht mehr vor Ort, so ist noch alles da. Genau, und jetzt langsam anfangen, sich auf die Open-Air-Saison vorzubereiten. Aber ganz konkret bedeutet dieses Veranstaltungen im Außenbereich, 250 Leute, Jesse. 250. Ey, ich krieg schon einen Anfall, wenn ich mit 10 Leuten in einem Raum bin, weil ich mir denke, oh mein Gott, so viele Menschen auf einmal. 250, kannst du dir das vorstellen? Ja, also tatsächlich kann ich es mir vorstellen, muss ich gestehen. Mit Blick hier auf den Görlitzer Park, wo man jede Woche wieder eine Demonstration anmeldet. Ja, aber das sind jetzt auch nicht so viele. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, hier ich glaube schon, dass das 250 Also das Erste, was ich jetzt gerade sehe, ist ein Polizeiauto und Polizisten, die die Menschen kontrollieren, tatsächlich. Man muss 250 sind es nicht auf einem Haufen, auf gut verteilt ja, ja, an genau, der Luft. Genau. Ja. Aber man muss sagen, von was wir hier reden, ich wohne direkt am Görlitzer Park. So, hier ist jedes Mal wieder angepisst darüber, dass sie sich sagt, wer kann so eine Aussicht haben? Ich kann so eine Aussicht haben. Und zwar die beste Aussicht auf die Demonstration Rettet die Technokultur, heißt diese Veranstaltung, die hier jeden Samstag stattfindet. Und sie ist angemeldet als Demonstration. Tatsächlich hat man eigentlich sonst nur DJ-Sets gespielt. Ich glaube, man hatte auch Kundgebungen, die waren aber auf Band vorproduziert. Ich möchte mich jetzt zu der ganzen Situation da draußen mal nicht äußern. Habe von dieser Demonstration auch wenig mitbekommen in letzter Zeit. Kenne auch wenig von meinen VeranstalterInnen, Freundinnen, die da mit partizipieren. Es ist schon sehr klein. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit den großen Veranstaltungen,
Rave-Culture-Dingern, die es in den letzten Jahren so gegeben hat. Ja, ich wollte einfach nur sagen, das ist für mich keine Demo, sondern eher eine Tanzlustbarkeit. Und ja. Das ist schon krass, weil wenn man sich das überlegt, weil wenn wir von der Öffnung der Außenbereiche reden, dann auch hier wieder mit 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht und man soll auch nicht tanzen, man soll eben sitzen und dann darf man... Du darfst im Sitzen tanzen. Ich weiß nicht, ob du es kannst. Ich bin der beste Sitztänzer auf der ganzen Welt. So, wenn du möchtest, kann ich dir schon mal ein paar geile Moves beibringen. Ja, das geht auch im Sitzen. Ja, es ist ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Also du darfst mit 250 Menschen draußen sein, aber ihr müsst 1,5 Meter Abstand haben, außer ihr seid alle geimpft, frisch getestet oder gerade genesen. Von daher... Es sind nur ein paar Variablen. Für den allgemeinen Publikumsverkehr sollen aber Museen ab dem 19. Mai schon wieder aufmachen dürfen. Das heißt, nächste Woche vielleicht noch kein Rave, aber eine Art-Ausstellung, eine kleine Vernissage oder ein bisschen Museum, ein bisschen Kultur, Jessie. Guck mich nicht so an. Ich bin ein großer Freund von Kultur. Von auch Galerien und habe da auch schon festgestellt, dass einige Galerien, auch da war so ein bisschen Party-Feeling. Ich habe mir jetzt angeguckt, einer Galerie hier auch in Kreuzberg, das ging so ein bisschen über Schönheitsideale im Internet. Alter, da war so viel los, wo ich mir gedacht habe, war's Leute. War eine gute Safety-Location? Könnt ihr mich, ja, natürlich. Es war auch wetterfest, regnet nicht und so. Lucy. Naja, aber so viel erstmal zu den guten News. Ne? Mit denen haben wir jetzt gestartet, die Öffnung der Außenbereiche. Aber jetzt kommen wir mal nicht zu viel Freude aufkommen lassen. Ich wollte gerade sagen, denn die ersten Festivals auf der anderen Seite, die sagen jetzt schon wieder ab. So, in der letzten Folge, da haben wir die gute News verbreitet, dass die Fusion stattfindet. Wir haben uns alle total gefreut. Das ist auch erst 14 Tage her, aber heute müssen wir jetzt leider die Botschaft überbringen, dass man sich überlegt hat, dass die Fusion eben doch nicht stattfinden kann. Ja, die Fusion zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Podcast-Episoden. Wir sind in die neue Staffel mit der Fusion gestartet. Jetzt sind wir schon wieder bei der Fusion. Ich glaube, es hat sich aber tatsächlich diesmal erledigt. Mein Freundeskreis hat sich sowieso in den letzten Monaten immer schon so zwei Lager aufgespalten. Das eine war von Anfang an immer, die Fusion wird nicht stattfinden, stop hoping. Und die anderen waren so, doch vielleicht, die haben ein gutes Konzept. Ja, nach dem ganzen Hickhack ist jetzt am 12. Mai die endgültige Pressemitteilung veröffentlicht worden und die Fusion wird 2021 nicht stattfinden. Ich würde da überhaupt gar kein Shaming betreiben wollen, weil das Konzept, was die veröffentlicht haben, war sehr ambitioniert. Wir erinnern uns, die wollten jeden Besucher, jede Besucherin testen lassen. Zweimal vor dem Festival, während des Festivals, dazu noch das ganze Personal, was mitgetestet werden sollte. Das waren, was hatten wir ausgerechnet, irgendwie über Hunderttausende von Tests. Was du ausgerechnet hast, ja. Liebe Mathe Zoe. Und alleine die alle zu organisieren, die Teststation dafür einzurichten, zu gucken, dass da dann in diesen sensiblen Testbereichen Abstände eingehalten werden. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und on top von dem, ja, musst ja trotzdem noch ein Festival für 35.000 Menschen organisieren. Also das alleine ist schon ein organisatorischer Aufwand. Und on top dieses Hygienekonzept so wasserdicht durchzusetzen. Deswegen haben sie gesagt, sie schaffen es nicht mehr in den nächsten 6 Wochen, das solide über die Bühne zu bringen und verschieben auf nächstes Jahr. Allerdings sollen die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Das war auch so ein bisschen, also ich war ja ohnehin habe ja in dem Team gespielt, was sowieso von Anfang an nicht ganz davon überzeugt war, dass sie das wirklich realisieren können. Sehr lustig finde ich aber diesen Aspekt mit die Tickets, die man jetzt erworben hat, die bleiben gültig. Zoe, dein Gedanke dazu? Ich habe gerechnet. Ja, weil nämlich letztes Jahr hieß es ja schon, als Corona noch ganz neu war, dass die Fusion 2020 nicht stattfindet, aber 2021 die Tickets ihre Gültigkeit behalten und dementsprechend alle dann daran teilnehmen können. Inwiefern das jetzt umgesetzt wurde, weiß ich gar nicht, aber theoretisch sind die noch gültig und jetzt haben wir on top noch die von 2021, das heißt nächstes Jahr 2022, haben wir 2 aufgeschobene Fusions, ungefähr 70.000 Tickets. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das regeln wollen. Wollen wir einfach eine Riesen-Fusion machen mit 140.000 oder teilen wir die jetzt nochmal durch 3 oder durch 2?
Aber war das so, dass man komplett neue Tickets verkauft hat oder war das Kontingent schon berücksichtigt mit dem? Es erinnert mich so ein bisschen, wie ich mit meinem Dispositionskredit umgehe. Also ich weiß, dass ich für 2020 hatte ich ein Ticket. Reiht mich immer mehr rein. Genau, ja. Und für 2021 konnte man sich jetzt ja vor ein paar Monaten eben für die Verlosung wieder eintragen. Mhm. Ich habe es verbaselt. Ein paar von meiner Fusion-Clique haben sich noch wieder angemeldet und haben auch welche bekommen. Aber ja, theoretisch ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein guter Ticketstau da. Und auch jetzt, nächstes Jahr dürfen ja dann gar keine Tickets mehr verkauft werden. Ich weiß ja nicht, ob sie das schaffen. Die brauchen ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Cash. Komplett ohne Ticketverkauf in die nächste Fusion zu starten, stelle ich mir auch schwer vor. Das heißt, da müssen nochmal ein paar Tausend obendrauf kommen. Das ist natürlich, da ist sie wieder, die Mathe Zoe, die hier jeden Aspekt bedacht hat und deshalb nicht so unrecht der Lieblingsschüler jedes Mathe-Lehrers im Leistungskurs war. Ich fände es auch irgendwie cool, stell dir vor, wir würden einfach so eine Mega-Fusion feiern. So eine 160.000 ganz leert, das Dorf breitet sich aus. Ist ja schon fast so. Ja, noch mehr. Ja, noch mehr, super. Damit auch der letzte Charme, der letzte Fusion Spirit einfach komplett verloren geht. Das wäre es natürlich, ja, ja. Jetzt ist die Fusion ja nicht das einzige Festival, das wieder abgesagt hat. Perukaville, das hat er ja auch erst abgesagt. Dann haben sie aber in den Spätsommer verlegt. Nach der Verlegung in den Spätsommer haben sie jetzt wieder abgesagt. Ich kann dieses Ja-Nein-Vielleicht-Spiel nicht mehr ertragen. Es ist echt wie so im schlechten Tinder-Chat. Hey, wollen wir uns später treffen? Ja, ich kann jetzt doch nicht. Ja, vielleicht später. Du weißt nicht, woran du bist. Das macht mich fertig. Ich sag dir, es ist ein Auf und Ab wie Kniebeugen, aber letztendlich hat man sich dazu entschlossen. Was lachst du? Alter, wie Kniebeugen. Ist so. Ein Auf und Ab wie Kniebeugen, würde Sammy Deluxe jetzt sagen. Ja, letztendlich hat man sich halt da zu entschlossen, dass man ein Festival mit um die 210.000 Besucherinnen an drei Tagen einfach... A small one. It's a pretty small one. Just me and my two best friends. Da ist man unter sich. Genau, aber auch hier ist es so, der nächste Termin wurde schon bestätigt. Der soll jetzt für den 22. bis zum 24. Juli 2022 eben sein. So Gott will. Und auch hier behalten alle Tickets ihre Gültigkeit. Ja, mal gucken, ob das Helene Beach jetzt auch noch fällt. Das ist ja ein bisschen wie bei diesem Kinderspiel, wo man zu Menschen raten musste. Kennst du das? Wer bin ich? Das nee. Spiel. Und dann immer hat man die Figuren so umgeschnipst, wenn man nicht ist. Und so fühlt sich das gerade auch an. Jedes Festival, jede Woche fällt ein weiteres um. Ja, das Helene Beach hat eigentlich auch abgesagt für dieses Jahr und hat jetzt letzte Woche ein neues Statement veröffentlicht. War so, hey, wir machen doch. Aber mal gucken, wie lange sie dabei bleiben. Auf jeden Fall gibt es ein Festival, die letzte, es ist kein deutsches Festival, aber auch wir haben schon darüber geredet. Ich meine das Exit Zoe. Was ja, back to the good news, genug schlechte Nachrichten. Wir haben darüber schon gesprochen, weil die vor allem aufgefallen sind mit dem Angebot zum Festival-Ticket eine Impfung zu bekommen. Weil wir erinnern uns, Serbien so krass mit dem Impfen vorankommt und Europameister im Impfen ist und sagt, ja, wenn das haben sie übrigens auch so angeboten. Also Serbien bietet generell anderen EU-BürgerInnen an, nach Serbien zu kommen und sich da eine Impfung abzuholen, wenn es bei denen im Land nicht schnell genug geht. Und jetzt wollen sie aber auch noch Bitcoins als Zahlungsmittel einführen. Also das Exit setzt wirklich ganz neue Maßstäbe, ganz was progressive Ideen und Ansätze angeht. Aber bisher soll man jetzt nur Tickets mit Bitcoins bezahlen können. Also alle, die Bitcoins haben und Bock haben, damit Festival-Tickets zu kaufen, denen fällt jetzt ein Stein vom Herzen. Ja, mega. Endlich kann ich was mit meinen Bitcoins anfangen. Endlich was Sinnvolles mit meinen Bitcoins kaufen. Ich habe schon so viel. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen ganzen Bitcoins. Ja. Ey, ich finde es aber total krass, weißt du, während manche so am Existenz-Minimum-Hustlen führen die Bitcoins ein. Hallo. Ja, aber es wird wahrscheinlich noch dauern, bis du dann so auf dem Festival dann mit diesen elektronischen Armbändchen, die dann mir auch mit Bitcoins. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Mir wurde jetzt auch angeboten, dass ich zu meinem Bitcoin-Konto eine Kreditkarte bekomme. Das bedeutet, dann könnte man ja mit dem Guthaben, was man in seinem Wallet hat, überall bezahlen gehen. Ich habe das nicht angenommen, weil ich mir gedacht habe, dann ist all das Ersparte, was ich hier jeden Monat mir beiseite lege, ist ja dann wieder futsch. Macht ja dann einfach auch keinen Sinn. Aber in Bezug
jetzt mal zum Exit, mal aufs Exit-Festival. Bitcoins, eine Sache, Impfungen, eine Sache, mega Line-Up. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie sonst noch so auffahren werden. Was kommt als nächstes? Ja, ist wahrscheinlich nicht die letzte Pressemitteilung. Sie holen dich noch zu Hause ab und lassen dich über dem Festivalgelände mit Gleitschirm abspringen oder so. Auf dem Hoverboard. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Doch, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Es ist, wie es ist. Nichtsdestotrotz habe ich mir über dieses Impfangebot in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken gemacht, weil alle, die ich kenne, die sind, nachdem sie geimpft wurden, schon so ein paar Tage out of order gewesen. Nicht, dass die jetzt krank waren, aber sie waren einfach ein bisschen schwach. Das kennt man auch von anderen Impfen. Und ich stelle mir wirklich, herausfordernd vor, wenn man so frisch geimpft ist, auf einem Festival, schmerzenden Arm los, ordentlich einen zu machen. Ich weiß nicht, wie das ab, also trinken und ballern geht ja dann sowieso nicht, aber wie soll das laufen? Welcher Impfstoff ist es? Weil bei ganz vielen brauchst du ja, um den kompletten Impfschutz genießen zu können, auch eine Folgeimpfung. Genau, du brauchst halt, bei den meisten sind es so um die 60% nach der ersten Impfung an Schutz und dann, je nachdem, was du bekommst, bis zu über 90% mit der Zweitimpfung. Aber der muss sich auch aufbauen, auch nach der Zweitimpfung. Von daher müsstest du theoretisch halt ein, zweimal vorher in Serbien vorbeischneiden in den nächsten Wochen. Und wie du schon sagst, du hast keinen Bock, frisch nach der Impfung auf dem Festival rumzulaufen und der Schutz ist sowieso noch nicht ausgebildet. Von daher würde das gar keinen Sinn machen. Bisher haben die sich noch nicht so richtig dazu geäußert, wie sie dieses Impfangebot-Ding durchziehen wollen. Sie haben halt nur gedroppt, dass sie es machen. Und alle das ist so, auch ein nettes Angebot. Ich finde es gut, also. Aber bisher weiß man noch nicht so genau, was sie machen. Was in Serbien aber allerdings auch mit reinspielt, warum die so schnell sind, liegt daran, dass die Sputnik 5, der Impfstoff aus Russland, und Sinopharm, das ist ein Impfstoff von einem chinesischen Hersteller, verimpfen. Die sind jetzt in der EU noch in der Prüfung beide. Aber Serbien verimpft die halt ganz fleißig. Und dann ist auch die Frage, wenn du jetzt dahin fährst und du bekommst jetzt so einen Impfstoff, der in der EU nicht zugelassen ist, bisher ist noch nicht ganz klar, ob wenn du dann wieder zurückkommst, der dann in deinem Land anerkannt wird. Das heißt, du musst dann unter Umständen in Quarantäne und dich dann vor Ort in deinem Land, in deinem wo du herkommst, nochmal impfen lassen. Das ist eigentlich, kann man einen zu viel an Impfstoff im Körper haben? Ich weiß es nicht. Super immun. Also es ist dieses ganze Thema mit, welche Impfstoffe werden anerkannt, wie und wo, was für Zertifikate es gibt. Ist alles noch ein großes Fragezeichen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch zukünftig ein Thema sein wird, gerade wenn wir vom Reisen reden. Ne? Also ich glaube, dass alle Länder, die so ein bisschen, weiß ich nicht, Russland-affiner oder dann China, Asien, ne, dass die ihre Impfstoffe als die geltenden und dass du eigentlich dann wahrscheinlich nur einreisen darfst, ja, wenn du da von diesen Stoffen geimpft wurdest und die EU dann auch wieder ihre BioNTech und wie sie alle heißen haben. Das wird auch nochmal, das ist sicherlich auch ein Lobbythema, weil ja jeder Hersteller sich durchsetzen möchte am Markt. Das ist schon nicht ganz einfach. Ja, es gibt ja noch viele, die auch in der EU pending sind. Sputnik 5 eben, Vaxcure und noch ein paar andere. Novavax heißen die, glaube ich. Also da sind noch drei, die aktuell auf Zulassung warten. Ja. Und so wie es aussieht, gibt es ja bei vor allem den Vektorenimpfungen Folgeimpfungen wegen den Mutationen. Das heißt, du wirst auch da wahrscheinlich nochmal neue Impfungen bekommen müssen. Aber es gibt jetzt Menschen, die sind mit AstraZeneca geimpft worden. Gleichzeitig hat heute die EU oder gestern die Verträge mit AstraZeneca gekündigt. Da gibt es jetzt keine Nachfolgelieferung mehr. Das heißt, Leute, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, werden wahrscheinlich sowieso nochmal eine andere Impfung bekommen müssen von einem anderen Hersteller. Großes Tohuwabohu. Von daher ist es sowieso die Frage, wie man am Ende durch die Gegend reisen kann. Ich bin einfach dafür, wir erkennen einfach alle Impfstoffe an. So ist alles egal. Survival of the fittest mäßig. Hauptsache so, wieder zurück. Wer setzt sich hier durch? Normalität. Aber es gab ja oder noch alle mit allem impfen. Alle mit allem, das ist auch ein super Mensch. Das ist auch ein super schöner Ansatz. Viel hilft viel in alle dem leuchten Fall, weißt dann du? Plötzlich. Ja, mega gut. Alle mit allem impfen. Nee, ich denke, das wird noch lustig werden in Zukunft, aber lass uns einfach auf die Positiven. Wir konzentrieren uns auf das Positive und zwar enough with the bad news, Jessie. Wir bleiben jetzt bei den Good Vibes und zwar hier bei uns in Deutschland ist letzte Woche auf Bundesebene entschieden worden, dass Clubs Kulturstätten sind. Das war schon im November 2020 in Berlin klar, dass
Clubs Kulturstätten sind, das wurde hier anerkannt. Aber jetzt kam auch noch die Bundesebene dazu. Für mich war das sowieso auch schon immer klar. Ich habe das meiner Mama seit Jahren gesagt, wenn ich sonntags ein bisschen riechend am Küchentisch saß mit Augenringen. Mama, lass mich in Ruhe. Ich hatte Kultur gestern. Du verstehst es nicht. Hat mich wieder kulturell ausgelebt. Du verstehst meine Kunst nicht. Ja. Okay. Genau. Das ist auf jeden Fall super für viele Clubs, weil bisher galten die in der Baunutzungsverordnung, ist ein fucking deutsches Wort, Baunutzungsverordnung. In den Tanzlosbarkeiten stattfinden. Genau. Clubs galten als Vergnügungsstätten. Ja, als Vergnügungsstätten, als Vergnügungsstätten. Das ist dasselbe wie Casinos oder Bordelle. So. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie ähnlich Clubs, Casinos oder Bordellen sind, aber sie sind nicht mehr auf derselben Ebene. Das war vor allem die Arbeit der Livecom, das ist der Bundesverband der Musikspielstätten und dem Forum für Clubkultur und Nachtleben im Parlament. Die haben sich dafür eingesetzt, dass Clubs als Kulturstätten gelten und das finde ich gut. Jessie, sag mir doch mal, was für Vorteile das eigentlich so mit sich bringt. Das klingt toll, aber was kann sich in der Realität ändern? Also ganz konkret ist es natürlich ein Vorteil, weil Clubs können sich jetzt deutlich einfacher neu ansiedeln. Wenn man jetzt bei dem Beispiel Berlin bleibt, gab es tatsächlich nur so ein paar Gebietskategorien, in denen sich Clubs ansiedeln durften oder das hat man auch gerade, wenn neue Clubs entstanden sind, dann waren die eben nicht mehr hier auf dem RW oder so, wie es eben früher der Fall war, sondern sie waren eben draußen in Schöne Weide. Muss man dann halt auch schon ein bisschen... Ja, die Riesmühle ist natürlich das beste Beispiel, das aktuellste Beispiel. Genau. Und jetzt ist es eben auch so, als Kulturort dürfen Clubs eben aber auch in Wohngebieten sein. Das ist natürlich... Jetzt kann man sagen, oh super, gar keinen Bock drauf, will ja nachts meine Ruhe haben. Es ist jetzt auch nicht so, ihr müsst da draußen jetzt keine Angst haben. Es ist ja nicht so, dass Clubs um Gebiete jetzt in Wohngebiete ziehen wollen, denn auch denen ist natürlich daran gelegen, dass man sich an einen Ort ansiedelt, wo man möglichst wenig Konflikte mit Anwohnern hat. Da ist auch meistens nicht so viel Platz, ne? Also wir haben ja gar nicht mehr so viel Freiflächen. Wobei, ich weiß nicht, wer von euch das Plakat kennt, du kennst es bestimmt. An der Renate hängt ja so ein Transparent an der Seite, wo drauf steht, dass es schon seit Jahrzehnten ein Club und eine Kulturstätte hier und dementsprechend nicht immer super leise. Mhm. Und dass, wenn man sich vornimmt, an diese Ecke oder gegenüber an diesen Club zu ziehen, das bitte in Betracht zieht und nicht eben im Nachhinein sich beschwert, wenn man direkt nie in einen Club zieht, dass es da manchmal abends ein bisschen lauter ist. Und ich finde, das ist eine berechtigte Anmerkung. Ja, total. Und es geht halt auch einfach darum, wie du schon gesagt hast, so viele freie Flächen gibt es nicht mehr. Und wenn man dann auch nur auf zwei Gebiete beschränkt ist, dann ist es natürlich total unglücklich. So hat man eben auch einfach ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben. Aber das würde das Clubhopping leichter machen. Total, ist auch so. Also manchmal, ich habe auch manchmal Bock abends weg, ich bin ja nicht umsonst nach Kreuzberg gezogen, weil ich mir gedacht habe, ey super, dann kann ich jeden Club fußläufig erreichen, aber viele neue Clubs sind eben dann auch wieder in die Randgebiete gezogen. Das war auch das Coole beim RW früher, als die ganzen Clubs da noch waren und sie auch noch betretbar waren. Du bist halt aus einem rausgestolpert, in den nächsten reingestolpert, war das auch noch nicht so teuer damals. Musstest du nicht lange überlegen oder weit fahren. Ja. Jetzt ist so eine Reise, ist auch ein Commitment. Ne? Wenn ich jetzt in die Griesmühle ins Quartier Südost fahre, dann muss es auch gut sein. Also wenn ich bis nach Schöneweide fahre, bis in Ende B-Bereich, dann muss die Party zerreißen, weil da werde ich dann auch nicht mehr so schnell, die Kultur zerreißen, meine ich natürlich. Da sind wir wieder. Aber ich habe mir ja heute das Gelände angeguckt. Alter Zoe, es ist super krass. Und die haben damit so viel vor, also nicht nur, weiß ich nicht, Open-Air-Kino und Theater. Also da habe ich schon... Kultur halt. Nee, ich habe ja wirklich Stelzenläufer schon gesehen und Clowns, die am Jonglieren. Hochkultur, ihr merkt das schon. Es ist außerdem im Plan, eine Skatehalle soll da auch, also du kannst im Prinzip, wenn du freitags hinfährst, kannst du da bis montags bleiben. Überhaupt gar kein Problem. Mhm. Überhaupt gar kein Problem. 24-7-Kultur. Und wenn wir schon bei Kulturstätten sind, ein weiterer Vorteil von Kulturstätten ist natürlich früher... Da hatte man es schon nicht so einfach, ne? Wenn die Leute vom Clubbetrieb nach Genehmigungen gefragt haben. Ja. Da haben die Verwaltungsmenschen mit der Nase gerümpft und weil sie auch einfach nicht genau gewusst haben. Weil sie mal nicht reingekommen sind. Wahrscheinlich. Mhm. Genau, die Boring Kids. Und das wird dann natürlich auch um einiges einfacher werden. Ja, ich finde, das hat es schon lange verdient. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Arbeitsplätze und Energie in diese ganze Club-Szene, Industrie, wie auch immer man es nennen will, geflossen ist. Also das ist ja mittlerweile eine Million
Euro-Industrie in Berlin, Milliardenindustrie weltweit. Und diese Industrie hat sich aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts selbst erschaffen. So, das waren am Anfang die Bretterbuden und Menschen mit Ideen, und Clubs sind halt auch Austauschorte und Orte für Schaffung von innovativen Sachen. Von daher, ich finde, das ist verdient und ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial. Ja, total. Also ich frage mich da natürlich, ob sich dann am Kulturbetrieb vielleicht auch etwas ändern wird. Du hast ja schon gesagt, wie sieht es denn aus? Muss der jetzt neben dem Theaterangebot, für das das Revier Südost in diesem Fall ja schon gesorgt hat, ja, muss es dann da auch Saisonkarten geben? Ja, naja, normalerweise kennst du ja so Theater-Dauerkarten, so klassische Kulturstätten, die bieten ja sowas. Studentenrabatte, ich wäre total für Studentenrabatte. Und Seniorenrabatte. Dann Seniorenrabatte auch, natürlich. Sind Sammelkarten. Solche, sind auch solche Goodiebags. What? Souvenirshops. So, er hat Großes vor mit den Kulturstätten. Ich merke das schon, ja, ja. Dann da sind, ist ein Rattenschwanz dran. Sind natürlich auch solche Urteile, Gerichtsurteile, wie man das jetzt vielleicht kannte mit diesem 44-jährigen Münchner, ja, der ist ja auf eine Party nicht reingekommen. Und dann hat er sich, hat er vom Amtsgericht geklagt. Ich finde es immer noch so eine krasse, wie verbittert kann man sein? Nee, das der war sich seiner Sache einfach total sicher. Ja, aber das ist überhaupt, meine Güte, Boy, dir ist ein Samstagabend, was Blödes passiert, du wurdest nicht reingelassen auf einer mittelmäßigen Party. Get fucking over it. Also ja. Wie nachtragend kann man sein, dass man sagt, nein, das lasse ich nicht, nee, auf mir sitzen. Jetzt gehe ich vor Gericht. Ich kann es verstehen. Er hat du würdest auch vor Gericht ziehen. Ja, weil ich finde, es ist wirklich Altersdiskriminierung. Es ist Jessica, genau die Hautfarbe. Es ist keine Altersdiskriminierung. Doch, für mich nein. Auf jeden Fall. Doch, also ich meine, er war sich seiner Sache ja so sicher, dass er sogar zur nächsthöheren Instanz gegangen ist, zum Bundesgericht. Es muss so scheiße teuer gewesen sein. Der Mann muss auch echt einfach zu viel Geld haben. Also mit so einer Aussicht. Ich weiß auch nie, wer hat den denn beraten? Was für ein Anwalt hat den beraten? Der, also ich meine, wenn wir vom Gleichstellungs... Ich finde das Urteil schon bedenklich. Also wenn wir... Man sollte nicht beurteilt werden nach Alter, Geschlecht, Hautfarbe. Ich finde das absolut tatsächlich ohne Witz. Aber das ist ja ein Grundproblem bei Club oder Veranstaltungen. Wenn du selektierst, wirst du immer jemanden diskriminieren. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn man Partys mit einer gewissen Orientierung hat oder mit einer gewissen Zielgruppe, dann wird auch immer jemand, der nicht dieser Zielgruppe angehört, rausfallen. Also ich weiß nicht, wie weit wir da gehen wollen. Aber wir müssen diese Diskussion jetzt auch nicht vielleicht machen komplett. Wir diese Diskussion dann mal an einer anderen Folge. Stelle auf, weil ich finde sie tatsächlich sehr spannend. Ich weiß schon, dass wenn du deine Aufgabe ist, zu selektieren, aber meistens tut man das ja nach Faktoren, wie nüchtern ist eine Person. Vielleicht war es auch nur ein Vorwand mit dem Alter und er war halt einfach ein Arsch. Also sorry, so wie er reagiert, glaube ich, dass er nicht der umgänglichste Typ ist. Weiß nicht, wie ich da aufkomme. Ja, also ich meine, jemanden nach dem Alter zu beurteilen ist natürlich, also wie gesagt, kann ich schon verstehen, dass er da genau wie Hautfarbe oder Geschlecht oder so, kann ich schon verstehen, dass das natürlich eine Aussage ist, die er da nicht gelten lassen wollte und dass ihm da wahrscheinlich auch jeder Jurist gesagt hat, laut dem Gleichstellungsgesetz haben sie da gute Chancen. Ja, ich glaube, der Jurist hat sich da einfach nicht so gut umgeguckt. Ich glaube, es war einfach kein... Also es war von Anfang an klar, dass er damit nicht durchkommt. Also mir zumindest. Ich als studierte Juristin. Ja, okay. Also, wir sind durch für heute eigentlich thematisch. Wenn noch jemand juristische Tipps braucht oder so, dann kann, so ich wollte gerade sagen, dann gib doch nochmal deine private Nummer, besonders um 2:30 nachts, so wie da immer, für gratis Tipps zu haben. Was kann ich tun, damit ich jetzt reinkomme? Ruf die Polizei. Nein. Ja, wir können auch sagen, was wir vorhaben. Und zwar wollen wir... ab der nächsten Folge unsere neue Rubrik einführen. Mhm. Hm? Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Das war nicht meine gute Idee. Normalerweise finde ich meine Ideen immer am besten. Aber in diesem Fall hatte Zoe auch eine tolle Idee. Zoe, magst du unseren HörerInnen verraten, was du dir dabei gedacht hast? Ja, wir haben ja schon tatsächlich länger an dem Format gearbeitet. Mit Blick natürlich auch auf die Clubs, die jetzt geschlossen hatten. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet, aber mit den anstehenden Öffnungen und der Open-Air-Sommersaison holen wir uns die Clubs einfach mal zu uns und fragen, wie es denen ging über die letzten fast anderthalb Jahre mittlerweile und was denn jetzt bei denen passiert ist und wie sie so in die Saison starten wollen, weil viele gebaut haben. Ich weiß zum Beispiel, dass Cassiopeia hat ganz viel im Außenbereich rumgebastelt und viele andere Clubs auch. Da gab es ja auch diese Rettungsfonds, die extra dafür genutzt werden sollten für Umbaumaßnahmen. Revier Südost, was sich stark auf seinen Außenbereich konzentriert. Und die laden wir uns ein und dann hören wir uns mal ein bisschen an, wie
es den einzelnen Clubs geht. Wie es ihnen geht und vor allen Dingen, was ihr jetzt in diesen Außenbereichen Verrücktes anstellen könnt. In diesem Sinne, ihr merkt schon, schaltet auf jeden Fall wieder ein in 14 Tagen. Das wird richtig gut, oder? Immer. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.